Ach, geht weg, lasst mich in Ruhe. Ich hasse euch alle, ihr dummen Kerle. Aber ja. Die Röhre, genau die muss ich finden. Hilfe! Ich flieg unter Beschuss. Aha. Hilfe! Lasst mich in Ruhe. Nein. Renn, mein Bob-Bomb. Ein Kraftwunsch. Den brauche ich nebenbei. Also ich will ihn zumindest haben. Hier weg. Das Papa-Roasch. Ah, ein Mondkick, verdammt. Battlefield Mond DLC. Gefällt mir. Battlefield Mond DLC. So schade, dass ich nicht kämpfen möchte. Zu schade. Hilfe, lasst mich in Ruhe. Ich hasse euch alle. Es geht so langsam voran. Aber wisst ihr was? Ich wollte ursprünglich eigentlich die andere Seite des Mondes. Man kann ja um den Mond auf beide Seiten umhergehen. Noch herumlaufen. Aber ganz ehrlich, kein Bock. Das geht so langsam voran. Ich sehe keinen Sinn darin, dass ich jetzt wieder stundenlang um diesen Mond herumrenne. Nur damit ich mal irgendwie vielleicht... Ehrlich, Nintendo, die Höhe. Also auf geht's. In die Krokion-Bar. Jetzt gibt's hier Geplänkel. Nebenbei, wir sind ganz vor, wir lassen uns tragen. So wie die Menschen der Zukunft. Ach, war das anstrengend. Ja, ich bin smart. Gute Musik, das tut mir in Ohren weh. Das ist ja schon fast wie Drop the Bass, das, was man gerade hier hört. Drop the Bass. Das ist doch Mario, das heißt, wir müssen kämpfen. Da, 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 da. Dubstep. Was mache ich mit euch? Weiß nicht, ich bringe euch um. Wie gefällt euch das? Also, die leben ja noch. Oh, mein Feuerzauber geht nicht mehr, verdammt. Das war dumm nebenbei. Hehehe, nicht getroffen. Die Bühne ist nebenbei voll. Ich habe gerade 100 Zuschauer auf der Bühne. Nicht schlecht. Das ist das Höchste, was man kriegen kann auf der Bühne hier. Yeah, cool. Lebt deinen Traum. Ne, schreckliches Lied. Jeder, der das singt, ist scheiße. Ist das die Musik, die du meinst, Buffles? Die tolle Weltraummusik? Ich weiß gar nicht, warum die jeder so toll findet. Sie ist okay, aber ich muss sagen, ich habe Musik, die ich besser finde. Ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber wie gesagt, ich kenne mehr Musik, die ich besser finde, ja, insofern. Das Pokémon-Intro singen. Warte, das erste meinst du, das mit dem, wie heißt das? Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich sollte wie Heino singen, wisst ihr? Aber das kriege ich, glaube ich, nicht hin, das ist unnachahmbar. Geld. Oh nein, nicht der Käse. Also darunter. Dann darüber. Nach rechts, hoch rechts. Runter. Okay, geschafft. Ich habe den Käse angehört, ja. Der kam auch oft im Radio. Die Sache ist ja die, neuerdings, da ich einen Führerschein habe, werde ich gezwungen, Auto zu fahren. Und dann habe ich diesen Heino-Mist im Radio gehört. Nee, der Kerl singt cool, aber wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, das kann ich mir nicht oft anhören. Ja, alles Schlüssel hier.
Auf CD, gute Wahl, gute Wahl. Gehen wir in G1. Nein. Moment. Du hast dir die CD mit Heinemuts gekauft? Moment. Man kauft sich CDs? Das ist ja so lächerlich, wie sich Animes in einem Laden zu kaufen. Er kauft sich CDs. Ich meine, es gibt das Internet. Wer braucht da CDs? Auf den nächsten Boss freue ich mich schon. Der wird mir rein gar nichts abziehen. Nebenbei, ich denke, die meisten Leute hier kennen den nächsten Boss dann doch. Wer von euch hatte denn das Glück, mit diesem Boss Erfahrungen zu machen? Und wie war der für euch? Ich muss ja sagen, dass ich diesen Boss sehr einfach fand. Ah, das Zahnrad fehlt noch. In den dunkelsten Ecken. Aber wie gesagt, der nächste Boss, der kommt, ich finde den total einfach. Aber es gibt viele Leute, die sagen, der wäre schwer, glaube ich. Nein, ich gehe weg, geh weg. Du würdest echt Animes kaufen? Nein. Ja, aber trotzdem, ich meine, hallo? Geld ausgeben für Animes? Wo sind wir hier in Japan? Es gibt Internet, Mann. Ich glaube, der ist drunter. Ich kaufe da doch nichts. Geld ausgeben? Wer bin ich denn? Ich bin YouTube-Partner. Ich brauche mein Geld. Nee, Mangas kaufe ich mir auch nicht. Die gibt es nebenbei auch teilweise im Internet. Also hier komme ich noch gar nicht mal rein. Ich wünschte, wir wären in Japan, ja, mit Fukushima und Verstrahlung und all dem Mist. Nein, danke, ich glaube, ich bin lieber Deutschland. Japan, das wäre bestimmt toll, aber wie gesagt, die haben zu viel Verstrahlung hier. So, was hat man hier alles Schönes? Na, nein, geh weg. Geh weg. Zuvor verlassen des Labors den Sicherheitscheck nicht vergessen. Merkt euch das. Hallo, Zettel? Okay. Ja, das mit dem Fukushima-Zeug, dass da jetzt noch mehr Katastrophen passiert, habe ich schon gelesen. Ich finde es schrecklich. Als hätten die nicht genug Probleme, jetzt muss das verdammte Fundament von so einem Atomding jetzt auch noch aufhören zu funktionieren. War ja klar, ich falsch glaube. Und die müssen noch mehr Katastrophen erhalten, die in Fukushima. Ihr könnt ja mal googeln, wenn ihr wollt. Aber ich finde das schlimm. Als hätten die nicht genug Probleme, jetzt muss es ja noch schlimmer werden bei denen. Nebenbei, wenn man genau hinschaut, kann man nebenbei erkennen, welche Bodenplattformen die richtigen sind. Das im Hintergrund bräuchte man nicht mal. Wird auf jeden Fall schlimm. Was für ein scharfer Nack die Welt mit den armen Japanern treibt. Ja, das mit den Meteoriten in Russland habe ich auch mitbekommen. Wisst ihr, was ich da so toll finde? Dass so irgendein Meteorit ein bisschen an der Erde vorbeischrammt und überhaupt nichts passiert dabei. Das kommt Tage vorher in den Nachrichten. Obwohl es eigentlich total uninteressant ist, ja. Aber sowas, dass mal in Russland ein paar Meteoriten runtergehen und Leute umbringen könnten. Nee. Ach Quatsch, nein, das will doch kein Mensch wissen. Bringt ja nur Menschen um, ne? Bringt ja nur Menschen um. So, okay, jetzt kann ich von der Erde aus hier hochkommen. Aha, der Yoshi ist orange. Nein. Was? Zwei Schaden?
Was bist du? Meine Güte, was ist das für ein Vieh? Wie du Werbung bekommst, ich habe keine Ahnung, Werbung bekommst, warum hat man hier Werbung? Holt euch alle Adblocker. Wer auf Twitch die Werbung bekommt, obwohl ich kein Geld davon bekomme, das wäre nicht fair. Ist aber nicht in Ordnung. Es ist nicht mein Geld, ich bekomme dafür nichts, das ist ja schrecklich. Ausgrenzen. Ausgrenzung. Ich habe den einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ha! Ach, diese Wortwitze. Ob ich Partner bin? Ne, hier auf Twitch TV nicht. Ich krieg kein Geld. 48. Dum, da, dum, dum. Topstar, mehr größere Bühnen. So, Orden. Also dieser Nebenorden ist wichtig. Power Plus hat Minus, den lasse ich mal noch draußen. Power Minus hat Plus, ja, ne, lieber nicht. Kampfrausch, Charge, Partner, ne. Aber ich habe nicht mehr viel, was mit 2 OP umgehen kann. Da war Luigi im Publikum, ja, das ist immer wunderschön. Ja, ich bräuchte mehr OP. Ich würde sagen, ich mache den Meisterspruch erstmal rein, aber später kommt er wieder raus. Wir wollen ja schön viel abziehen. Ich meine, ich kann das mit den OP ja später wieder ändern. Was haben wir denn hier jetzt? Noch ein Labor? Okay. Wenn du gerade auf twitch.tv/new bist, dann ist das neue Twitch-TV-Design. Das nebenbei dank netten Veränderungen von Twitch-TV jetzt um einiges besser ist. Ich empfehle da vorbeizuschauen, da ich nur noch da die Informationen updaten werde. Es ist mir zu viel Stress, die Informationen überall abzudaten. Ach, ich wusste, dass da noch einer ist. Einfach gesagt, schaut euch das neue Twitch-TV-Design und bleibt dabei. Ich werde das alte nicht mehr irgendwie von euch erneuern. Gut, dass hier nichts ist, oder verpasse ich gerade irgendwas? Schade, Nintendo hätte das nicht machen können. Ja, YouTube sollte mal eine Scheibe von Twitch TV abschneiden. Wenn YouTube mit seinen Ideen, wenn YouTube genau wie Twitch TV einfach mal fragen würde, was am Design verbessert werden würde, dann hätten wir nicht so scheiße sagen. Nebenbei, hat jeder von euch die Petition, die gerade im Umlauf ist, gegen das neue YouTube-Design, hat die jeder unterschrieben von euch, oder ist es einem noch unklar, dass es sowas gibt überhaupt? Wenn ja, dann Buffles, könntest du vielleicht mal den Link dafür posten, das wäre sehr nett. Auf YouTube bin ich Partner, ja. Ja, aber es gibt eine Petition gegen das neue YouTube-Design. Da es anscheinend einige noch nicht kennen, wäre es wirklich sehr praktisch, wenn irgendjemand diesen Link nochmal posten würde. Genau da. Einfach alle mal die Petition, die gerade von Bubbles gepostet worden ist, unterschreiben. Den Link anklicken und einfach sagen, ich bin gegen das mit den, mit meiner Abozahl. Ja, die Abozahl hat nichts zu tun, es geht eher um die Aufrufe. Es geht darum, dass sich ein Netzwerk annimmt bei YouTube dann als Partner. Wie gesagt, einfach alle auf den Link klicken und sagen, YouTube neues Design ist scheiße. Wer es noch nicht gesehen hat, kann ja mal nachschauen, aber es sieht schrecklich aus. Wo will ich eigentlich hin jetzt gehen? Ich will nach rechts dann, ne? Das von einem Monat, ja, das meine ich nämlich. Nur noch 1917 Stimmen. Verbreitet die Nachricht. Oh, ich bin da noch ein. Oh, so hätte Waluigi ausgesehen. Links, rechts, Mitte, okay. Nee, ich kann das neue YouTube-Design mir gar nicht zeigen. Also, ich kann es noch nicht ändern. Was so schlimm an dem Design ist, da. Schaut es euch an. Stormberg hat es gerade gepostet. Ja, aber so hätte Waluigi ausgesehen, wenn er in Mario Bros. Gewesen wäre. Kann ich ja nicht merken. Also, links, rechts, Mitte kann ich mir ja merken. Aber die Zahl da: 014029. Was ist daran nicht? Das ist eine gute Frage. Ich mache mal gerade Kurznotizen.
Ha, schau, das ist meine Kurznotiz, ich bin entschieden. 014029. Und links, rechts, Mitte. Das muss sein, das muss sein. Oh, hoppala, warte mal. Ich will es ja noch sehen können. Ja. Hoppala. Guten Mittag, die Damen. Hallöchen, Strombreaker TV. Dafür ist irgendwie. Nein, ich weiß nicht, es sieht Englisch. Es sieht falsch aus. Ignorierend euch. Ja, okay, wir ignorieren dich. Was soll ich jetzt machen jetzt noch? Ich will kämpfen. Ich kann keinen Hammer mehr verwenden. Hoppala. Tragisch, tragisch. Ja, Power Ring, komm. Aber egal, wir sind doch, denke ich, alle der Meinung, oder? Bevor YouTube schon wieder das Kanal das ändert, wollen wir doch lieber das alte beibehalten. Oder? Ehrlich jetzt, ich meine, wer will denn wieder ein neues Kanal das sein? Ich auf jeden Fall nicht. Ausgrenzung? Verdammt. Es kann zwar von mir aus Veränderungen geben, aber können wir nicht einfach dabei bleiben, dass ein funktionierendes System nicht verändert werden sollte? Ich meine, das würde selbst ich mal feststellen. Ich habe, wo bin ich denn hier? Ich bin am Anfang. Ah, falsch. Ah, geregt. Ich habe ja mal mein Aufnahmeprogramm früher sehr oft gewechselt, wodurch auch ein paar Aufnahmefehler in dem, Mario 75 Stream Edition Display vorkamen. Ja. Es muss nicht sein. Ich meine, man sollte ein funktionierendes System, das in Ordnung ist, nicht verändern. Ja, ich meine, ich hoffe, ihr versteht den Punkt. Es funktioniert, alle sind glücklich. Warum was verändern? Ja, das ist aber meine Meinung dazu. Also wie gesagt, das muss nicht die Meinung von jedem sein. X-Not-Fort ist genial. Naja, es ist okay. Es gibt besseres, meiner Meinung nach. Ja, einfach mal Fehler beheben. Die haben ein neues Design eingeführt. Es ist noch gar nicht mal so lange drin. Am besten sollten sie das eigentlich verbessern, statt ein neues wieder zu machen. Was ich auch noch brauche, ich benutze Fraps. Ich hatte mal DxTory. Schrecklich. Funktioniert auf meinem PC nicht. Dann hatte ich mal eine neuere Version von Fraps. Die nahm nicht mehr richtig auf bei Safe States. Bei Safe State Benutzung, meine ich. Dann hatte ich mal Sony Vegas zum Rendern benutzt. War auch schrecklich. Das Video war grottenschlecht gewesen dann. Man sollte einfach generell nichts ändern, wenn es funktioniert. Nee, das neue Design. Wenn man sich an das momentanige YouTube Design gewöhnt hat, ist das momentanige YouTube Design besser als das, was wir vorher hatten. Würde ich es behaupten, ja. Aber wie gesagt, am Anfang kommt alles auf ein bisschen Kritik, aber man sollte diese Kritik gar nicht erst verursachen, indem man einfach gar nichts daran verändert. Ich meine, wenn man das neue Twitch-TV-Design sieht, das hat am Anfang auch keiner gemocht, ja? Das neue Twitch-TV-Design. Aber dann nach und nach im Verlauf der Zeit hat man sich daran gewöhnt dann. Nein, nein, nein. Es geht eher darum, am Anfang erscheint es einem dumm. Ich bin Sternspieler. Am Anfang erscheint einem ein Design wahrscheinlich sehr blöd, wie bei Twitch TV das eben auch war. Man denkt, es ist scheiße und man akzeptiert an sich generell keine Veränderung. Das ist so der Mensch, der akzeptiert keine Veränderung. Sobald man sich dann aber dann daran gewöhnt hat und dann die positiven Seiten von etwas sieht, dann kann man damit auch leben. Bestimmt hat das neue Design auch seine Vorteile, ja. Aber die Sache ist, diese Umgewöhnungszeit, es dauert wieder so ewig. Sie sollten mit dem momentanigen einfach leben, das sie gerade haben. Also das ist zumindest meine Meinung. Sie sollten am besten nichts Neues machen und das Alte einfach verbessern.
Bei Twitch TV ist es genauso. Ich habe bei Twitch TV am Anfang das Design. Ich habe das neue Twitch TV Design am Anfang total gehasst. Ich fand das schrecklich, ja. Aber jetzt, wo ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, mich daran gewöhnt habe, ja, und meinen Kanal darauf eingestellt habe, gefällt es mir besser als das alte. Auch wenn mein Hintergrund nicht mehr da ist, ja, den ich also richtig gut sehen lassen kann, ja. Also ich kann den Hintergrund nicht mehr so deutlich machen wie jetzt momentan. Gefällt mir das neue Design trotzdem besser. Weil mein Hintergrund, ich habe keine Hintergrund-Erstell-Skills. Insofern bin ich mit dem neuen Design viel mehr zufrieden, weil diese Buttons, die ich da eingebaut habe, um einiges schöner aussehen. Insofern bin ich mit dem neuen Twitch-TV-Design viel mehr zufrieden als mit dem alten. Generell, Veränderungen an sich sind nichts Schlimmes, aber wenn man zu viel auf einmal macht, es reicht irgendwann. Nee, irgendwann wird Twitch TV völlig auf das neue Kanaldesign umändern. Das alte würde es dann nicht mehr geben, weil sie wollen von dem HTML wegkommen, sodass jeder das, weil manche Leute sich beschweren, dass sie kein HTML können. Natürlich konnten die das lernen, aber ja, wie gesagt, das macht halt nicht jeder. Bei dem neuen bleiben, ja klar, das neue finde ich jetzt neuerdings auch schon besser. Ich meine, vergleicht mein Kanaldesign von Twitch TV, mein altes, mit dem neuen, ja. Ich muss sagen, das neue sieht stylischer aus. Es ist einfacher zu bedienen, einfach. Hä, habe ich denn noch nicht den Schlüssel? Hä, ich hätte den Schlüssel doch geholt. Ne, in England war ich noch nicht. Ein Smiley auf dem Smiley. Klar, bei HTML kann, wie gesagt, das ist okay, aber es viele konnten HTML auf Twitch TV nicht, ja? Und deswegen haben sie es angepasst für alle, die es nicht können. Natürlich wären die, die HTML gut können, sehr zufrieden damit, wenn sie das HTML weiter benutzen könnten. Aber wie gesagt, die wollen es anpassen für jeden. Vor allem, ich habe doch die Karte geholt, warum kann ich jetzt nicht weiter? Da, ja, Schlüsselkarte, ich hab's doch schon. Ja, was beim neuen YouTube-Kanal halt momentan, das neue YouTube-Design, das momentan am Kommen ist, was da das Problem dabei ist, ist einfach generell, es sieht einfach einheitlich aus. Jeder Kanal sieht aus wie der andere. Es gibt nur noch den Banner, der einen Unterschied darstellt. Der oben, der ganz oben, aber das ist auch nicht gerade viel. Und, ja, das will ich groß sagen. Hoch, ich bin hoch. Was ich mal probieren kann. Ich will mal ins erste Obergeschoss gehen. Ja, es sieht einfach einheitlich aus. Jeder Kanal sieht gleich aus. Und es gibt nichts, dass ein Kanal ist an sich noch anders aussehen ist als ein anderer. Und dieses Problem werden sie nicht ändern können, wenn das Kanal dann wirklich so aussehen soll. Aber egal. Ich will aufhören, über Kanaldesign zu reden. Ich habe viel da schon drüber gelabert. Okay, so viel dazu. Okay, machen wir weiter. Ich habe jetzt das Passwort eingegeben. Oh Gott, nein. Ich denke, ich brauche meine Orden wieder. Meistersprung weg und Erdbeben rein. Warte, warte, habe ich Erdbeben noch? Ne, warte, ich glaube, ich habe Erdbeben gar nicht mehr. Ach, verdammt, Käse. Aber was soll's, komm, Angriff einfach. Ja, ca. 50 Paar, das denke ich passt schon. Kämpfen. Yay. Ich hätte irgendwie behalten sollen. Power Rüssel. Und jetzt Frage 2. Cosario. Ach, schon wieder falsch, verdammt. Also Frage 3. Gar keine. Oh, war auch wieder falsch. Schade, schade. Da werden wir wohl einen Kampf in Betracht ziehen müssen. Da müssen wir wohl kämpfen. Gegen zwei dieser Kerle. Das ist nicht gerade schwer. Okay.
Okay, ich hatte gedacht, das würde schwerer werden. Aber okay, mach's mir einfach. Mach's mir einfach, Spiel. Ja. Ich muss sagen, da fand ich die Gegner vom ersten Kapitel um einiges schwerer. Herdentrieb? Och, warum nicht? Komm. Aber okay, wir überleben mit dem, was wir kriegen als Gegner. Oh. Die haben anscheinend Verteidigung. Anscheinend haben die Kerle Verteidigung. Ich bitte dich, so viel Steine. Das war ein bisschen viel Steine, würde ich sagen. Habe ich noch Orden, Items? Ich habe noch ein, na, nix. Ich hoffe, die Gegner gehen weg. Wie, die haben Verteidigung. Ach, sie haben keine Verteidigung, sehr schön. Das Schussschild geht nicht weg. Ehrlich. Ich bitte das Spiel. Das heißt, so viel wie ich muss jetzt meinen Partner wechseln, ja. Ich brauche nämlich einen wichtigen Partner austauschen. Ich brauche den richtigen Partner. Warum hatte ich ihn nicht draußen eigentlich gerade? Na egal, jetzt habe ich sie ja draußen. Wie kommt das Publikum ins All? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Feuerzauber. Feuer. Brenn. Man kann im Pirmari 2 bis zu 20 Items haben. Ich habe aber momentan leider die. Dafür braucht man einen extra Beutel. Den habe ich momentan noch nicht. Stirb. Fahrt zur Hölle. Hätte ich den richtigen Partner draußen gehabt, wäre es schneller gegangen. Aber naja, ich hatte den falschen Partner draußen. Tja, du hast verloren, mein Freund. Item her, das knallt. Oder ich hole deine Kinder. Ich habe eine 6,9K-Leitung, würde ich behaupten. Falls man weiß, was es bedeutet. Okay, jetzt können wir in UG2 gehen. Ach, den Beutel kriegt man im Duellkerker. Naja, da gehen wir auch vielleicht hin. Nebenbei Buffels, warum antwortet er mir nicht? Schreibt mal alle Buffels in den Chat. Das soll mir endlich mal herkommen und mehr antworten. Ich will nämlich von ihm wissen, ob er im Duellkerker noch mitsprechen will. Weil er wollte ja beim Duellkerker dabei sein. Also im Skype sowas, ne? Er soll herkommen. Ich will wissen, ob er noch dabei sein will. Die wollen ja seinen Traum erfüllen. Ich hoffe, er liest den Chat. UG3. Unterirdisches Geschoss 3. Ergibt Logik. Nein, Gegner. Noch mehr Gegner, ich hasse es. Die Schwarzen. Wo ist denn der Unterschied zwischen den Schwarzen und den Roten eigentlich? Höher Rassismus. Ja, außer Rassismus halt. Ah ja, ich kann fliehen. Ich habe keinen Bock zu kämpfen, ich fliehe einfach. Wer braucht schon Level? Wegen dem Spiel? Was für ein Spiel? Eine Karte habe ich schon mal. Yay. Eine fehlt noch. Ich habe das Gefühl, Buffels ist gerade am Team Fortress 2 spielen. Schade. Schon wieder dieser Kerl, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Nein, nicht Verteidigung, ich will fliehen. Hallo Spiel, ich will fliehen. Ich will nicht kämpfen. Nein, kämpfen ist schlecht. Schön, dass er tot ist. Wobei, gegen die könnte ich kämpfen. Ja, rein theoretisch könnte ich das machen. Der spielt ständig Team Fortress 2. So, Isa, lass uns mit der Bubble. Buffles. Ah, mal Feuerzauber.
Huch, ich muss ja noch A drücken. Ja, macht mal Mario Kart Wii mit, hat er gesagt. Insofern ja. Google Plus YouTube Livestream, ich halte nichts davon. Deswegen benutze ich auch Twitch TV. Ah ja, ich weiß nicht. Wie ständig. Waffels, also schön, dass du da bist. Ich will nur von dir wissen, möchtest du bei, ja, doch, noch richtig so. Möchtest du noch im Duell-Kai mit dabei sein? Du wolltest im Duell-Kai erst am Anfang noch mitreden. Heißt, in Skype dabei sein. Ich kann mich daran erinnern, dass da irgendwas war. Da möchte ich nur wissen, was immer noch so ist. Zauber, den brauche ich nicht. Ach, sehr schön. Beim Duell-Kai, das ist sehr schön. Nein, Hilfe, nein, ich will nicht jammern, ey. Schlecht. Dies ist nicht daran. Duel.com. Ich lasse sie drunter, verdammt, ey. Geh ins Licht. Aber ich möchte doch nicht. Das Licht deiner Droge. Es verführt dich. Es möchte dein Leben. Diesen Part mochte ich früher nie noch nie. Nebenbei, ich kann hier sterben, oder? Oh, negativ, negativ. Ich kann, glaube ich, hier sterben. Das ist sehr schlecht. Das schaffst du. Ich habe gerade Schlafst du gelesen. Wie war das nochmal? Leute, die auf der Overworld sterben, sind schlecht, ne? Hehehe. Na, links. Links. Dieser Kreis war total unnötig. Hilfe. Dankeschön. Schon geschafft. Ja, wir spielen irgendwann vielleicht mal Star Wars Wünschen Livestream. Vielleicht, aber nur vielleicht. Ja, es ist nur ein ewiger Loop, ich weiß. Danke, dass ihr da versteht. War ich rechts schon? Ja, rechts war ich schon. Ich will jetzt in UG6. Warte, war das 6 schon? Ne, 4. Ich glaube, sowas wie UG6 gibt es gar nicht. Ja, Star Wars Wünsche wieder. Das normale hätte ja gar keinen Sinn dann. Wir gehen mal in Peachs Gefangenlager. Leider ist sie nicht mehr da. Hier könnten wir Peach bestaunen, während sie gerade am Duschen ist. Aber leider ist sie nicht mehr da. Bestaunen. Wir sind Gegner. Was zur Hölle? Die Musik ist auch schon viel besser hier.